Ja, guten und morgen könnte man fast noch sagen, ne? 10 Uhr, fast um 11. So, abholen. Da sind wir wieder in der Route online. Lang ist her, würde ich sagen, aber es ist immer eine Woche so. Moin, täglich grüßt das Murmeltier so ungefähr. Ich erinnere mich schon, dass ich nur donnerstags reingucke. Jetzt am Stream. Aber hey, shit happens. Ne? So. Wie es aussieht,
Oh, heute ist der Chef noch nicht online. Hat er was gemacht? Dann machen wir das. Cool, wir haben was zu tun. Was? Ine? Ine war schon nicht mehr lange da. Ja, ist ja gut. Mensch, wie oft denn noch? Hallo, hallo, hallo. Was? Was? Der Baum ist voll? Zurück nach Hause? Achso, das war Okito. Oh, Mensch, was mache ich denn? Ja, wie? Was? Okito? Kann man sich die anderen Bo Wunschbaum von Okito? Wunschbaum von Ene. Ach so, okay. Schon gewundert. Zurück. Ja, wie hoch? Was ist denn überhaupt die höchste Stufe? Schnell bessern. Ah, klappt wieder mal nicht. Belohnungen. 12. Naja, gut. Ich dachte schon fast, ey, Mensch. Haben wir jetzt langsam irgendwann mal das Maximum erreicht? So nach 3 Jahren. So nach 3 Jahren. Kann das ja mal passieren. Ja, das machen wir schnell noch. Ne, die gute alte Mine. Die Minenarbeiter müssen ja beschäftigt werden. Mal nicht vernachlässigen. Ich weiß nicht, was das zwar noch bringen soll, außer dass wir noch Gold auf Max machen. Das ist lächerlich. Ja, manches hat schon ausgedient, ne? Was ich jetzt so gelesen habe, was vielleicht schon an mir vorbeigegangen ist, irgendwie entgangen, vergangen, keine Ahnung, ist. Oh, Scheiße, ich wollte ja auch mal an die Dings gucken, ne, Leute? In die. Na, Obern können wir auch noch machen. Macht sowas einer noch? Gruppenmission, neue Aktionen. Neue Aktionen, gehen wir gleich rein. Ja, deswegen sind wir ja alle hier, um die neuen Aktionen uns anzugucken, wo wir investieren können. Nennen wir mal investieren. Das. Zack, zack, zack. Standards rausklappen. So. Oh, wir können sogar eine Ninja-Truhe öffnen. Ach, nur eine. Blum. Joa. Wer kennt's nicht, die mit den Dailies, hä? Alles mal durchklicken. 3 Arenas wieder drinne. Es gibt Nagato wiederbelebt. Wollt ihr mich verarschen? Echt jetzt? Man kann jetzt Nagato hier drin bekommen? Umsonst? Der sonst so OP kaum zu kriegen war? Alles klar. Bestätigt meine Theorie wieder. Leute. Ihr könnt alles im Spiel irgendwann umsonst bekommen. Na? Ihr hättet nur Geduld haben müssen. Also das Spiel ist gefickt. Dadurch, dass die alle keine Geduld hatten. Sonst hätte man das alles auch so haben können. Ich hatte mal vor, das wäre wirklich alles nur Free-to-Play. Das wäre alles nur Free-to-Play gewesen, das Spiel. Die hätten sich ja was auch einfallen lassen müssen mit der Kampfkraft. Gut, alles über Werbung zu finanzieren, wäre auch schwierig gegangen in dem Spiel, aber hey. Warum bin ich denn heute mal Madara? Was ist denn hier los eigentlich? Terminator aus Stammgast bei Ishiraku. Da hat er sich aber einen Spruch rausgehauen. Na gut, na gut, na gut. Und ja, ich weiß, wir wollten mal die Ninja-Prüfung machen. Noch nicht gemacht. Da hat die Muse gefehlt. Warte mal, ich wollte nochmal in der Überlebensprüfung, müsst ihr auch schnell noch durchklickern. Durchkleckern. Geht ja eigentlich fix bei mir, oder? Was? Achso. Abholen. Nee. Ich kann das nicht. Ist das alles alle? Hat er alle verballert? Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich Elite machen. Geht ja gar nicht. Hau raus. Die Rosen. Komm, hopp, hopp. Essenzeitig. Und tschüss. Wow. Einer überlebt. Gibt's noch einen Deckel und dann war's das. So.
Was ich jetzt letzte Woche gar nicht erwähnt hatte, ich hab, es war ja Ende des Monats und ich hatte echt das Glück und durfte, naja, jede Woche, jeden Tag, der Sitter da war, der Kevin, konnte ich, ja, wo haben wir es denn? Was haben wir denn jetzt in den täglichen? Jetzt gibt's die Sakura Weihnachten. Naja, gut, könnte man fast denken, sich. Wir gehen ja Richtung Weihnachten. Der Minato im Anzug, den gab's. Ich konnte noch nicht testen. Ich habe mal ganz kurz in der Arena angespielt gehabt, da habe ich ein scheiß Team Aber gehabt und naja, irgendwie habe ich dann verloren. Und dann habe ich ja nicht weiter getestet, aber den wäre auch nicht schlecht, wenn wir uns den mal angucken, oder? Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich glaube, ich tippe einfach mal Minato ein. Da haben wir ihn. Okay, wir müssen mal auf Ausbilden gehen, da haben wir auch mehr davon. Mitato! Ich schreibe es auch noch wirklich so. Da haben wir ihn. Unser kleiner Minato. Hm? Hat er ein schönes Raumzeitrasinger-Kombo. Fügt bis zu 3 Einheiten der gegnerischen Truppe 6er-Kombo sowie unterbrechen zu unterdrückt Verfolgungsimmunität bis zum Ende der Runde und fügt dem ausgewählten Gegner Fallen zu. Verfolgungsimmunität, dass es das so gibt, habe ich noch nicht mehr gewusst, aber gut zu wissen. Okay. Mhm. Unterdrückt die Immunität vom Verfolgen, das heißt, es kann keiner ausweichen? Oder es gibt einfach eine komplette Immunität? Das weiß ich gar nicht. Was es alles so Neues gibt. Greift den direkt gegenüberstehenden Gegner an und verursacht gewisser Wahrscheinlichkeit fallenden Kombo. Mhm. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit, da gehen wir wahrscheinlich wieder von der Kombo-Rate aus, wie hoch wer ist. Wenn einer eine höhere hat, dann trifft es wahrscheinlich weniger zu. Rasengan, verfolgen. Verfolgt von Fallen. Betroffene Gegner verursacht zurückschlagen. Also verfolgt Fallen und verursacht zurückschlagen. Erhöht danach die eigene Komporate um 12% sowie den Angriff um 9%. Kann die Runde bis zu 2-mal ausgelöst werden. Das steht auch nicht da, ob es sich auch stackt und beibehalten wird pro Kampf. Fallen und zurückschlagen. Nin und Taijutsu. Taijutsu. Nin und Taijutsu. Geht Richtung Taijutsu, so wie es aussieht. War ja schon immer ein Taijutsu, Nin, ja, ne? Weicht mit hoher Wahrscheinlichkeit Verfolgungsfähigkeiten aus. Ninjutsu, ist ja klar. Das ist auch Ninjutsu. Heilt bei Minatos Anwesenheit eigenes Leben in Höhe von 15% des von weiblichen Einheiten der eigenen Lagers verursachten Ninjutsu-Schadens. Habt ihr verstanden, ja? Alle weiblichen Ninjas, die Ninjutsu-Schaden machen. Da wird das eigene Leben um 15% geheilt. Vom Schaden, was die in den Mädels gemacht haben, quasi. Ne? Joa. Hm. Oh, so ein Weiber-Ninja, ne? Alle, die im Anzug sind Weiber-Ninjas, ne? Siehe noch, Sasuke. Aber bei Naruto weiß ich es gar nicht so richtig. Ja. Guck mal, den haben wir auch fast schon auf 4 Sterne. Noch 20 Stück davon. Maul haben wir schon 13. Läuft. Schnelles Erwecken. Haben wir jetzt auch auf die Kacke gehauen. Ja, sieht ja keiner. Da können wir schnell mal hier. Zack, die Überfällerin knallen. Zack. Satoto. Toto. Ja, sag ich doch. Sowieso. Ah ja, er will Hokage werden, merke ich schon. Ah ja. Tja, dann haben wir ihn ja gemacht, ne? Ob das der Kai wollte oder nicht. Okay.
Was können wir noch machen? Dreier Arena, müsste ich erstmal eine Gilde fragen, wenn er Bock hat. Ach, Kevin ist ja da. Moin, Kev. 3v3? Fragezeichen. So, was machen wir noch? Aktien wollte ich besprechen. Ich hoffe, ich schaffe es noch vor Arena. Ne, das werden wir nicht schaffen, oder? Pünktlich zum Transport und Plünderung. Jeden Donnerstag um die Zeit. Zack. Jo, schreibt er. Ja gut. Mal sehen, ob er auch einlädt. So, dann könnte ich ja mal schnell. Was macht er? Hier reinspringen. Ich habe gesehen, pünktlich zum dreijährigen Jubiläum und Version 6.0. Habe ich das schon verpennt? Oder kommt das gerade? Oder. Ich habe das Gefühl, ich habe es verpennt. Aber wir können mal in die Aktualisierung schnell gucken. Wenn. Ja. Ich denke mal, der Kampf wird auch gleich losgehen. Also, was haben wir denn drinne? Die 3 gegen 3 Arena machen wir ja gerade. Kriegen wir Nagato. Auch nicht schlecht, ja. Ne? Bildungskombo für Kai. Gai, nicht Kai. Gai, Kaimon. Und Fähigkeitsfortschritt, Durchbruch, 4 Sterne für Sasori, 100 Marionetten und Paintendo. Das hört sich ja interessant an. Sehr interessant hört sich das an. Ja, und bei den Aktionen, naja gut, da könnte man ja auch jetzt ins Game gucken, dann muss ich sie nicht hier vorlesen. Mal gucken, ob hier irgendwas steht. Ne. Na, wollen wir denn jetzt langsam mal starten, oder was? Let's fetz. Gruppe, Kampf, Lager. Schreibt nichts. Jo. Dann fahrt mal erstmal ein Ründchen. Ich glaube, selbst den Nagato hatte ich sogar noch nicht mal. Ich hatte ihn zwar ein bisschen gesammelt, aber noch nicht voll. Wird sich ja dann jetzt wohl ändern. Die alle durchgebufft sind. 3 Jahre später. Ah ja. Wen schnappen wir uns denn mal? Ein Reset. Traurig, traurig. Jetzt darf ich die zweite Position nicht verkacken. Ei, Naru! Da kommt aber der Sound durch. Ja, gut getimt. Zur Info inne. Ah ja, du meinst die, die ich vorlesen wollte im Browser? Ja gut, dass du mir gesagt hast, hätte ich eh nicht vorgelesen. Ich wollte die ja in dem Game vorlesen. Also durchgehen, nicht vorlesen. Vorlesen ja langweilig, ne? Wir gucken uns natürlich im Game an. Aber trotzdem, ja, der Moderator tut seine Pflicht, ne? Und stresst schon mal mit seinem Ingame-Sound.
So. So. Ich hau einfach drauf. Ich meine nicht, dass ich unterbrochen werden kann, oder? Jetzt gibt's aufs Maul. Und das mit einer schicken Barriere. Seit wann ist denn Kakuzu Combo war? Habe ich irgendwas verpasst? Alles klar, haben endlich aufgegeben. Endlich besonders. Naja gut, die konnten gar nicht eher aufgeben, ne? Die erste Runde muss man sich ja leider antun. Da kommt leider der nächste Kampf auch. Das ging ja auch. Flix. Flix, nicht Flex. So, machen wir ein schönes. Wir warten ihn wieder ab. Das sind ja wieder dieselben. Der Einzige, der unterbrechen kann, wäre Kankoso. Da warten wir natürlich. Wieder dasselbe. Soll man eigentlich keinen mehr da unterbrechen kann? Ja klar, kommen wir da raus. Gut, ich hätte noch vorher aktivieren können, aber nein, das hat's nicht. Minato und der Stomkara. Gut, ich hätte Wasser erschaffen können sollen, nehme ich Kura. Hat der doch eine geil, der ist schon mies. Heiler-Team ist schon mies. Hier noch Power. Wird natürlich mal ganz langweilig. Naruto Ingame Sound. Nichts anderes. Ja, schön, dass wir alle unterbrechen. Die sind glaube ich noch Autoren am lange. Am Kim Pop mal. Na ja, gut, dann kommen wir in die nächste Runde. Aufgeben und haben es hinter uns. So, danach gucken wir uns gleich mal die Optionen an. Aber arme Schweine, immer wieder dieselben. Ich denke mal, wir gehen jetzt auf, oder Kevin?
Genau, wie findest du denn jetzt meinen nett animierten in Naruto hier in der Mitte in der Ecke? Also das ist unsere Streaming Hauskatze, unser Haustierchen. Grüßt doch jeden, der schreibt. Ich glaube, die tut sogar auch Befehle beantworten, wenn der Bot eigentlich was im Chat beantwortet. Wir sollten echt mal ein bisschen mehr die Befehle noch ausarbeiten. Gute Nacht, mir geht gleich auf. Ah, wie sozial von Kevin. Wie sozial von uns in Kevin, ja. Die Astronaut ist echte Qual, ne? Mein Freund Okito ist online, steht da. Den hat man schon lange mehr gesehen. Oh, wir haben verloren! So. Gut. Nehmen wir uns mal hier. Zeug ab. So. Gut. Gut, 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 gut. Ja, genau. Guck mal hier. Die neuen Aktionen. Na? Die sind auch nicht vom 30. Und werden wir mal. Obwohl, ja, das hat mich auch schon gewundert. Warte mal, ich guck noch mal rein. Stimmt. Weil ich habe vorhin schon mal reingeguckt, aber das waren die neuesten, die zum Forum sind, oder? Weil jedenfalls die verlinkt waren. Mich nämlich gewundert. Du. Hier stand Naruto Halloween. Da dachte ich so, also die sind ja mal. Die leben wir wieder hinterm Mond, die bringen eine Woche die Aktion zu spät. Ich habe natürlich nie aufs Datum geachtet, siehst du, mein Fehler. Aber wenn ich jetzt hier reingucke, ist das das Neueste, was drin steht. Ja, sind halt nicht immer die schnellsten im Forum. Deswegen, ich denke mal, das ist auch alt hier, ne? Dann gab es also schon die 6er-Version und dreijähriges Jubiläum. Na gut, das mit dem Jubiläum war mir auch irgendwie schon klar, das ist schon über länger her, ne? Okay, also. Aufladerückerstattung ist hier für keine was Neues. Es gibt auch den neuen Gaara im Anzug. Dort. Ich weiß nicht, gab es den letzte Woche schon oder ist der diese Woche raus? Im Ladebildschirm war jedenfalls schon präsent. Der neue Gaara. Dafür bist du da, genau. So sieht's aus. Den hast du doch schon eine Weile, aber der sieht echt gut aus. Mal wieder ein bisschen was von Naruto. Den habe ich schon eine Weile. Ach so, du meinst hier den Naruto. Ja, den habe ich schon eine Weile. Habe ich noch nicht so oft erwähnt. Fällt vielleicht nicht oft, weil die Animation ein bisschen dezenter ist. Okay, wir haben das Bloom-Event. Scheint neu zu sein. Das geht nämlich bis 17. November. Wir haben dort enthalten natürlich ja Luxus, Ninja-Auswahlpakete, Teamarbeitspaket. Natürlich nur für Platz 1, ne? Das Luxuszeug. Okay, was haben wir sonst noch? Standard-Auswahl-Sparpakete, ne, Platz 2 geht schon mit Sparen los, ne, Sparpakete. Accessoire-Pakete zur Auswahl, alles klar, Edle Schatzessenz und 8 Tore Trainingskugeln geht dann schon ab Platz 4 richtig runter in den Keller. Naja, wow. Jo, Rangliste, gibt's noch keine? So, schade, dachte ich bin schon auf Platz 1 damit. Eierschlacht war auch mal ganz lustig, aber ist halt. Gut, ist jetzt mit Coupons verknüpft. Man kann es auch mit Coupons aufmachen. Damals war es nur mit Gold, ne? Ja. Warte mal. Belohnung. Tornade, 5. Hokage. Höhere Fortschrittspakete, höhere Veredelungszeichen und so weiter. Na gut. Wiederaufladung in Höhe von 50 Goldbahn erhältst du einen Hammer, mit dem du ein goldenes Ei zerschlagen kannst. Beim Eierschlagen besteht die Chance, mehrfach Rückerstattung zu erhalten. Max 10-fach. Aber ein Hammer kosten Gold oder 20 Coupons? Oder sehe ich das jetzt falsch?
Moment. Nö. Ich muss echt doch aufladen. Ach Quatsch. Ich muss, um es überhaupt zu bekommen, aufladen. Und dann muss ich trotzdem noch bezahlen. Entweder Gold oder 20 Coupons. Um den dann zu benutzen. Sehe ich das jetzt richtig? Das ist natürlich doof. War das schon immer so? Ist schon zu lange her. Okay, aber ansonsten ist es ja trivial, ne? Wisst ihr, was ihr zu tun habt. Zur Aufladerückerstattung gibt es natürlich noch die zeitlich begrenzte Aufladerückerstattung. Die ist dann täglich. Die läuft während des ganzen Zeitraums. Genau. Die tägliche ändert sich wahrscheinlich auch täglich. Mal sind es 2500, mal ist es ein bisschen weniger, glaube. Drin auch wieder Auswahlpakete, Trainingspaket, Bindungsschriftpakete, auch zur Auswahl. Ja gut, es ist halt Endgame-Content, sage ich mal, ne? Um an die KK noch ein bisschen zu schrauben. Ganz selten mal sowas hier, ein Veredelungspaket mit noch ein paar Ninjas drin. Was haben wir hier noch? Noch ein Ninja-Team-Arbeitspaket. Ja, zielt alles auf Kampfkraft ab. Oh, wir haben, kommt Zeit und Glück. Auch ein nettes Event mit dem neuen Naruto, aber natürlich ein Fragment noch drin. Wahrscheinlich nicht, auch nicht so oft. Ich weiß nicht, wie hoch die Rate ist. Damals war die nicht so hoch. Außer bei wem war das? Bei einem ist es ziemlich oft gedroppt. War das Naruto? War der andere, der hier? 100 Fragmente von Itachi Uchiha. Klammer 100. Nee, nicht 80, 100. Okay. Was haben wir hier drin? Unseren freundlich grinsenden Madara natürlich. Shisui. Uchiha. Kimono. Unserer Konan. Angel. Die ich glaube immer noch nicht habe. Vielleicht sammelt sie ja Kai endlich mal. Kai sage ich schon. Kevin. Kai. Oh mein Gott. Ja. Das neue Outfit und. Oh, das ist das neue Outfit. Ja, Nachtgepflaster. Und natürlich die Kröte als Geist. Ist okay, kann man mitnehmen, ne? Also ich würde jetzt, wenn ich noch so aktiv spielen würde, ich weiß jetzt nicht, wofür der Kevin gern die Coupons rausschmeißen würde. Ich würde es halt hier jetzt reinkloppen, ne? Windspiele sind dabei, täglich natürlich einmal abholen und in die Büsche kloppen. Um Punkte zu bekommen. Guck mal, hier kann man schon eins abholen, was ist denn drin, ne? Yugito wiederbelebt. Okay. Man kann ein paar Fragmente Yukito bekommen. Drin haben wir den Sasuke und den Sasuke. Ach nee, ist doch der Baku. Sah fast genauso aus. Okay. Ja, ein Geist. Unseren Ibiki. Und den Minato Namikaze. Wer ist denn hier am günstigsten? Konan. Die haben wir natürlich schon. War ja so klar. Was haben wir auf der zweiten Seite? Oh, das Weihnachtsoutfit und höhere Forschungspakete. Okay. Geht viel Richtung Forschung und Training, ne? Neuerdings. Heutzutage. Hi Kevin! Klar, sammle ich bei dir. Die Conan. Die Conan? Die Angel, ne? Und natürlich den Naruto, oder? Und den Itachi. Was war denn da oben drin, sag mal? Teamarbeitspaket, okay. Oh, den Madara würde ich auch gerne mal spielen. Conan, ja, ich glaube. Ja, ist auch von den Preisen her. Das wirst du nicht mehr so. Doch, wirst du wahrscheinlich noch brauchen, aber halt nicht mehr so. Ja, klar, wirst du den noch brauchen, aber ein paar Ninjas sind wahrscheinlich auch gut. Also, wenn man hier nichts weiter braucht, dann nimmt man wahrscheinlich das günstigste, was natürlich auch das Beste ist, um noch die ganzen Ausrüstungen auf 10 zu kriegen. Die höheren Veredelungszeichen. Danach, ja. Wer die Cola Angel noch nicht hat, ist natürlich ein Must to have, ne? Wobei die Kröte auch nicht schlecht ist. Mit dem Widerstand runterkloppen. Weil wahrscheinlich noch viele auf Widerstand spielen. Und ansonsten, wenn man das Outfit schon hat, würde ich natürlich den Madara mir versuchen zu stibitzen. Vor Shisui. Ja. So viel dazu. Den Spiel hat man jetzt auch schon durch. Da gibt es ja auch nicht groß viel noch mehr zu erklären. Hier wüsste ich gar nicht, wen ich mir holen sollte. Wahrscheinlich Minato.
Es sei denn, ich will unbedingt den Geist noch haben. Oder ein Outfit. Dann wahrscheinlich Minato. Da wir den ja schon angefangen haben. Bei dem weiß ich jetzt gar nicht, wie es bei uns aussieht. Dann haben wir das Fukurokomaro-Geschäft, was natürlich auch mit Coupons geht, nicht nur mit Gold. Muss halt 1000, 3000, 9000, 12000, 25000 bis zu 40000 ausgeben und wir können uns den Sasuke Susanoo holen, durchbrechen. Ne, beziehungsweise erstmal Stern leveln und dann durchbrechen. Nett. Soll ja eine schöne Funktion haben, ne? Mit dem einen Durchbruch, dass er dann alle angreift, anstatt nur die eine Gruppe, sondern das ganze Lager. Weiß noch nicht, ob der in der Meta jetzt noch groß was rockt. Bei uns läuft es ja doch ein bisschen anders als in China. So, was haben wir dann noch? Also hier muss ich zu erklären, ne? Also, Meta gibt das aus und habt's oder habt's nicht. Dann könnt ihr euch halt das einsacken. Kleines Nebenzeug zu dem. Zu dem. Das sind bloß die Auflade-Rückerstattung. Das ist das einzige Ausgabe-Event neben kommt Zeit und Glück, oder? Okay, was haben wir denn noch? Veredelungsrückerstattung. Ne, wenn ihr jetzt unbedingt veredeln wollt. Natürlich müsst ihr dann bei den. Was denn? Kommt Zeit und Glück in die höheren Veredelungszeichen reinkloppen, damit ihr die auch benutzen könnt hier. Also das Maximale rausholen könnt. Viel ist es nicht. Die Durchbruchskugel ist hier immer mit das Beste, würde ich sagen. Was ist denn das hier für eine Belohnung? Ein davon. 4, 5, 10, das ist Puff. Das sind ja zweimal klicken oder so, das ist weg. Ja, das Veredelungsevent natürlich in Kombination mit der Veredelungsrückerstattung, was ja Sinn macht, was damals nicht so war. Ja, war irgendwie dumm, aber jetzt haben sie es ja gecheckt, dass es da passender ist in Kombination und nicht abzockermäßig. Ja. Feuerwerk, habe ich letztens schon erwähnt, ne? Also Feuerwerk ist echt oft dabei. Oder es läuft einfach nur ewig. Habe ich noch gar nicht reingeguckt, wie lange läuft denn das Ding? Läuft das so lange? Oder haben die einfach Bock, das hier in Sie jetzt durchlaufen zu lassen, Feuerwerk? Steht nicht wirklich da, ne? Es ist einfach öfters dabei. Aber hier steht's doch. Bis zum 7. November. Bis heute? Alles klar, hab nichts gesagt. Es lief nur bis heute. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, weiter geht's. Ja, muss ich noch nichts weiter dazu sagen, ne? Ne, muss ich nicht. Oh, genau, haust da rein. Ne? Man hört sich. Keine Ahnung, vielleicht heute Abend. Man wird sehen. Okay, Skunoa Fachgeschäft. Ja, wir müssen ja auch nicht so alles mehr so ins Detail durchquatschen. So, weil jetzt 3 Jahre schon am Ball war. Für den sind das ja alles nur noch alte Kamellen, ne? Was haben wir denn hier überhaupt noch drin? Veredelung, Auswahlpaket. Das Ninja-Trainingspaket. Es ist schon echt viel geworden, ne? Was die jetzt schon. Also fast 2 volle Seiten. Ist schon ordentlich, ne? Müssen sie ja richtig in die Vollen greifen, allerdings. Um für jeden was anzubieten. Ist schon nicht schlecht gemacht. Also, das hätte man sich damals gewünscht, ne? Da wäre für jeden was dabei gewesen. Da hätte man eine ordentliche Kombi sich ausdenken können. Oh, wenn ich das mir hole, kann ich das noch holen und das noch holen. Heutzutage sucht man sich wirklich nur noch das bisschen raus, was man noch braucht oder welche Richtung man gerade geht und dann macht man das halt, ne? Ob man jetzt Richtung Veredelung geht, in Richtung Schlüssel oder halt auch in Team Building oder Kampftaktik. Ich ja sehe. Oder natürlich auch die 8 Tore. Da weiß ich gar nicht, wie es gerade abgeht. Kevin, du bist doch gerade da. Wie sieht es denn bei 8 Tore aus? Gibt es da irgendwelche Fortschritte? Bindungsbriefe, ja, natürlich auch Richtung Teamtraining. Also. Und auch ein paar, falls man sie noch nicht hat. Outfits, alles dabei. Alles am Start. Dann haben wir das natürlich, das allseits beliebte. Eins mache ich mal. Den Rest darf der Kevin machen. Allseits beliebte Naruto, ich hau dich aufs. Ich spiele mal ein bisschen mit dem Hammer. Und nicht mit Thors Hammer. So, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. So wieder zu. Jahre nicht gemacht. Na. Es gibt das Sommer in Rio Outfit. Auch nicht schlecht. Ich hätte auch einfach reingucken können. Glücksrad. Oh, das ist neu.
Das habe ich noch nicht gesehen. Es gibt noch ein Naruto Minigame, das Glücksrad. Heute verbleibende Möglichkeiten. 8. Wie bekomme ich denn die Möglichkeiten? Klick auf. Ja Gott, dass ich auf den Button klicken muss, ist klar. Jeden Tag kannst du 8-mal drehen. Dabei kannst du die benötigte Menge. Was? Dabei kann die benötigte Menge Coupons oder Gold ansteigen, je öfter du drehst. Ah, okay. Man kann maximal aber nur 8-mal drehen. Aber es kostet was. Und hier steht es ja auch. Jetzt kann ich es lesen, kann es klar im Vorteil. 100 kostet es klar am Anfang. Und danach, zack, zack, zack. Oha. 8-mal können wir uns gar nicht leisten. Dann mache ich das auch lieber nicht. Oh, wir hätten ja wenigstens einen Friedtor pro Tag machen können. Ja, das ist ja schon schwach. Wir kommen auch 3-mal umsonst. Und dann noch 3-mal für Gold. Coupons. Schade. Ja, Kevin, viel Spaß. Oh, Auftragsbelohnung gibt's auch. Und da war schon jemand fleißig. Und ich kann schon alle abholen. Das ist ja nice. Bis auf die Arena, die machen wir gleich noch. Zack. Läuft. Beim Händler gibt's dann den Naruto, die Kushina, blutrote Habanero und ein Fake Madara und die Ino Sommerkleid. Dann die Schildkröte, die ist immer da drin. Die ist immer da drin. Die war schon immer da drin. Und das, die Rolle war auch schon immer da drin. Nice. Eine feste Konstante. Oh, wir haben wieder Saisonkarten. Ja. Die hat mir noch keiner erklärt, die Saisonkarten. Die muss ich mir echt mal wieder belesen oder mich mal erklären lassen, wie die funktionieren. Ist echt schwach. Ansonsten dasselbe wie immer, ne? Auftragspakete könnt ihr euch hier noch schnell nachkaufen. Wind. Siegelpakete könnt ihr für die Windspiele könnt ihr euch natürlich auch gleich mal reincashen. Ein normales Paket für ja, die Monatspunkte, ist ja logisch. Und Raumzeitmünzen zum Wetten. Da könnt man mal fix reinschnacken, wie denn der Stand im Raum Zeit ist. Lohnt sich da mal wieder eine Aufnahme? Wollte, dass ich mal was aufnehme. Auch wenn das das Gift auch mal macht. Einmal kostenlos, dann mache ich natürlich. Flupp. Was haben wir denn noch Schönes bekommen? Wow, 4 Punkte. Wuhu. Was kriegen wir denn? Belohnungen. Wow. Boah, richtig oldschool könnte man fast schon sagen. Bis auf der Azuma. Sind alle. Der ist ja richtig oldschool. Krass. Cool. Aber bei 5015 Punkten kommt man nicht weit, ne? Also ohne zu cashen, meine ich natürlich. Ja, ansonsten würde ich für alle, die das schon haben, vorschlagen, ne? Schlüssel oder Erfundungsschriften. Für die, die noch ordentlich reinhauen müssen. Aber selbst die sind ohne zu cashen schon echt schwierig zu bekommen. Viel wird da nicht bei rumkommen, ne? Beim Fischefang. Da muss man schon ein paar Punkte machen. Okay, Wundertüte ist natürlich immer schön. Greift man immer gern ab. Oh, die ist mit dem Ei, Raikage, dritten Generation sogar. Nice. Wird der auch schon hinterhergeschmissen. Madaras Bonusgeschenke. Einmal im Monat, ne? Täglich grüßt das Murmeltier, kann man ja fast auch schon sagen. Gibt es diese tolle Aufladebelohnung mit diesen exorbitanten Jinchuriki des Sandschwanz hingen, ob es jetzt nur Madara ist oder Obito. Ja, nice. Nice. Nice to have. Wenn man es hat, hat man es. Warum nicht? Können wir auch gerade nicht machen. Das war's. Das war's, Leute. Wir sind durch. Das war's schon? Mensch. Soll ich in Discord kommen? Ja, das machen wir dann im nächsten Stream. Machen wir das mal. Heute machen wir nicht mehr so lange. Stündchen hat die Angebote gesetzt und wir sind bei 45 Minuten. Jetzt mache ich schneller die Arena einmal und wir gucken nochmal kurz in den Raumzeit und sind wir eigentlich schon durch für heute, Leute. Wir wollen es ja nicht unnötig die Länge treiben und das nächste Mal erklärt uns dann der Kevin über Discord, da machen wir einen kleinen Chat. Da erklärt uns der Kevin mal, wie man was es mit den Saisonkarten auf sich hat. Und vielleicht schaffe ich auch irgendwann mal jetzt nicht am Wochenende mal ein, zwei Minuten zu haben, die Ninja-Prüfung aufzunehmen. Ne? Wir wollten die ja mal durchsetzen. Drei Arena, warum leuchtet die noch? Haben wir doch schon durch. Oh, das hat aber gedauert. Ich dachte schon, hat sie festgefahren. Arena hat man gesagt. Fix eine Arena. Wir müssen die aber schon die Bedingungen erfüllen, ne? Sonst macht es ja keinen Spaß. Haben wir irgendwas Neues? Irgendeinen neuen Ninja, den wir nehmen können? Letztens hat man das mit Kekkaku gemacht, den könnten wir jetzt auch nehmen. Kann ich nicht einen neuen nehmen, wie den Marken?
Minato. Dama Naruto. Ja, auch eine Bedingung. Kriegen Siegpunkte. Kriegen bei allen schon noch fast mal Siegpunkte. Haben sie ja resettet gehabt, ne? Die hatte ich alle mal gemacht. Minato! Ne, wir kriegen nur Siegpunkte, aber hey, ist besser als nichts. Oh. Och, gibt es denn nur noch diese Teams? Alter, ich sehe ja die nur noch. Ist ja lästig. Also, es haben die zwei Panzerschutz. Wie sieht es mit dem Itachi aus? Der hat keinen Panzerschutz, oder? Sag ich doch. Alter, haut rein. Ich glaube, das werde ich verlieren, ne? Also ich glaube, es ist gut, wenn wir den Main rausnehmen, ne? Und die kann man bestimmt unterbrechen. Jetzt gucken wir uns mal Minatos Attacke an. Ist auf jeden Fall eine bessere Animation, weil ich das nicht mag, wenn er immer ewig ein Video läuft. Aber wir werden es trotzdem nicht schaffen, ne? Jetzt wieder Itachi draufhaut. Alter! Wurde der immer zweimal drauf? Sind wir eigentlich schneller? Nein, wir sind nicht schneller! Scheiße, ich hätte es ja fast denken können. Ich hätte auch mal gucken können. Naja, es war klar. Na komm. Wir haben verloren. Wir sind es ja ein. Scheiße. Ja, es ist eine nette, ein netter Ninja, der passt noch nicht in unser Team. Wir erfüllen mal die Bedingungen hier. Jetzt will ich einen Sieg haben. So. Ich bin außer Übung. Ja, es ist random zusammengemixt, ich habe nicht mal nach einer Combo geguckt. Ich wollte mal einen Minato haben. Ich wollte den mal nutzen. Und mal zu Opa kommen, ne? Hatte ich ja letztens geschafft. Wen haben wir denn da hinten, Mensch? Das ist ja ein süßes Outfit. Was kann die? Ich greife einfach mal an. Ist mir so unscheinbar da hinten. Ich werde sie mir außer Gefecht setzen. Erst ich, dann darfst du. So, der Main ist weg. Die ist außer Gefecht. Da der Spiegelschutz weg ist. Und danach haut er Madara drauf. Weil er es kann. Ja, okay, ne?
Aber dank dem Bus von Hirusen war es ja auch nicht so schwer. Ja, ob mit oder ohne Barriere. So. Weg, weg, weg. Plündern, plündern darfst du wieder, Kevin. Jetzt gucken wir mal in der Raumzeit schnell noch rein. Achso, wir können nur anbeten. Ist Raumzeit schon wieder vorbei? Habe ich das verpennt? Nö. Ach, man kann schon anbeten und. Oh. Halbfinale? Halbfinale? Man startet das in 8 Stunden. Okay. Für alle, die jetzt da sind, dürfen wir jetzt entscheiden, welchen ich aufnehme und ich dann bei YouTube geschnitten präsentiere. Dann gucke ich heute Abend mal rein. Wann ist das? In 8 Stunden? Um 12? Um 8 also. 20 Uhr. Ja, das werde ich ja hinkriegen. Ich nehme es aber ohne Kommentar auf, ne? Nur mit Musik unterlegt. Wollt ihr Sho gegen Mahorn sehen oder Kushino gegen Sturmreiter? Was ist ein langweiliger? Also, was ist ein mehr OP, wo man eh schon weiß, der gewinnt? Das gucken wir uns da nicht an. Sturmreiter? Sho? Ist Sho noch stark? Wusste gar nicht, dass der noch stark ist. Hat Aldi Boss besiegt? Ja. Kushina willst du sehen? Ist Kushina echt. Kommt die an Sturmreiter ran, ja? Okay, dann gibt's Kushina gegen Sturmreiter. Demnächst. Das bekommt einer aufs Maul. Der Sturmreiter, schreibst du. Naja, wir werden's sehen. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ich stelle mir dann gleich mal den Wecker. Aber okay, wir sind durch. Der Kevin wird gleich wieder übernehmen. Ey, und wir haben die 400k geknackt, sehe ich. GZ? Was schreibt mir denn hier? Zetsatsura, soll ich das lesen? Ach, das war bestimmt wegen vorhin, ne? Wenn wir grün haben lassen. Ja, okay, Leute. Dann würde ich sagen, halt, war schön, war nett. Aktion war ein bisschen langweilig, die Leute durchzusprechen, muss ich sagen. Aber wenn ihr sie gern wiedersehen wollt, schreibt es in die Kommentare bei YouTube, weil da lade ich es nämlich gleich hoch. Und ja, schaut auch so mal rein. Ab und zu kommen auch andere Spiele. Wir haben jetzt erst Shadow of Mordor zu Ende gespielt. In den letzten 3 Tagen durchgesuchtet. War aber ein bisschen zu extrem wieder. Aber ja, ab und zu kommen mal auch andere Spiele. Und ja, wenn ihr noch eine Idee habt, was ihr noch gern sehen wollt oder was wir noch erklären sollen, habt ihr ja hier einen Profi an der Hand, ne? Dann kommen wir auch gern darauf zurück und erklären das euch, ne? In dem Spiel. Für alle, die auch neu angefangen haben und alte Videos nicht finden, wo es vielleicht erklärt wurde schon, können wir es gern nochmal erklären. Dann würde ich sagen, haut rein, wir sind raus für heute und. Bis zum nächsten Mal, sonntags meistens, ne? Und haut rein. Ciao, ciao.